Es ist entschieden. Das Brüsseler Gericht hat entschieden über den Eilantrag gegen die zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen und verloren, kann man da nur sagen. Wer verloren hat? Na wir. Frau von der Leyen wird wieder Kommissionspräsidentin. Kein Gericht stellt sich hier dazwischen. Auch der Eilantrag von Frederik Baldan. Er kommt hier nicht zum Zug. Das andere Verfahren, da ist die Anhörung bis im Dezember ausgesetzt. Und so kommt es, wie es kommen musste. Ich habe damit meine Wette verloren. Ich war mir sicher, dass Sie sie aus dem Verkehr ziehen, Frau von der Leyen. Allerdings gilt es ja nur noch als Formsache, dass man sie heute in Brüssel bestätigt. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Es geht einfach weiter mit Frau von der Leyen und ihren Fehlleistungen. Es gibt so viele Fehlleistungen. Angefangen die Gorch Fock damals bei der Bundeswehr, dieser Schwachsinnsschrotthaufen, wo ja Korruption an der Tagesordnung war. Weitergemacht bei der Misswirtschaft in der Bundeswehr und jetzt die Korruption oder die mutmaßliche Korruption rund um die Impfstoffdeals, die sie hier ohne Mandat eingekauft hat. Alles völlig irrelevant für das Gericht. Es heißt hier in der Begründung, dass der Lobbyist Frederik Baldan nicht nachgewiesen habe, dass die Gefahr eines ernsthaften Schadens besteht. Und da frage ich mich nur, ob die Richterin auch einen ernsthaften Schaden hat oder noch nicht. Also, Frau von der Leyen, 700 Milliarden Next Generation EU, was soll sie denn noch alles machen? Green Deal, Verbrennerverbot wieder zurücknehmen. Also, das Gericht sagte hier nach der Einschätzung des Gerichtes, dass es nicht ausreichend sei, um eine sofortige Entscheidung zu rechtfertigen. Die Richter haben allerdings darauf hingewiesen, dass es einen mutmaßlichen Mangel an Transparenz der EU-Kommission gibt. Also sie winken mit dem Zaunpfahl und sagen, mach schön weiter. Wenn sie heute nominiert wird von den europäischen Staats- und Regierungschefs, dann muss sie noch gewählt werden im Europäischen Parlament. Das findet in Straßburg statt, zwischen dem 16. und 19. Juli soll das hier passieren. Da braucht sie 361 der 720 Stimmen. Aktuell hat ihre Fraktion 399 Stimmen Mehrheit. Allerdings gehen täglich Leute von der Fahne bei Frau von der Leyen. Das Schlimme bei Frau von der Leyen ist, sie hat ja selbst Aufträge an die Beratungsfirma des eigenen Sohnes vergeben. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wisst ihr eigentlich, wo Frau von der Leyen herkommt? Aus der Familie Albrecht. Sie wurde auch gar nicht in Deutschland geboren, Frau von der Leyen. Sie wurde in Brüssel geboren und ist dort auch aufgewachsen. Der Vater von Ursula von der Leyen hieß Ernst Albrecht. Er war von 1976 bis 1990 Ministerpräsident von Niedersachsen und zuvor ein absoluter Insider bei den Organisationen der EU bzw. deren Vorläuferorganisationen. Ernst Albrecht, der Vater von Frau von der Leyen, war schon 1954 Abgesandter der Montanunion und 1958 Kabinettschef bei der EWG-Kommission und ab 1969 Generaldirektor der EG. Wer ist dieser Ernst Albrecht eigentlich? Das ist der Ur-Urenkel des Bremer Großkaufmanns Baron Ludwig Knob, der seinen Adelstitel vom russischen Zar Alexander II. Bekam. Der Landsitz Mühlenthal der Knobs war Treffpunkt für viele gehobene Gäste. Unter anderem zum Beispiel der preußische Feldherr Graf von Moltke ging dort ein und aus. Wir sind jetzt schon etwas weiter zurück. 1874 gab es die Heirat der einzigen Tochter von Zar Alexander, Maria, mit Alfred. Wer ist Alfred? Das ist der Duke of Edinburgh. So gibt es hier Verbindungen, schon immer bei Frau von der Leyen in der Familie, zwischen britischem Adel, russischem Adel und dem, was aus dem europäischen Kontinentaleuropa, was von dem Adelsgeschlecht übrig geblieben ist. Ursula Albrecht erhielt den Namen von der Leyen von ihrem Ehemann, dem Biotech-Unternehmer und Medizinprofessor. Die Familienlinie geht zurück bis in das 12. Jahrhundert und es ist ein von der Mosel stammendes Hochadelsgeschlecht. Das Interessante daran ist, die Treue, die diese aus den Adelsfamilien stammenden Personen an den Tag legen. Und so schwören sie sich hier die Treue. Alle, die aus Adelsfamilien abstammen, und da gibt es noch viel mehr,
Ihr könnt ja mal schauen, Herr Laschet hat in eine Adelsfamilie hineingeheiratet. Es ist hier eine Verstrickung sondersgleichen und wir werden vor allem aus dem Grunde verarscht. Die Adeligen, die früher die Ländereien und das Geld haben, die entscheiden heute immer noch, allerdings ohne Ländereien und Geld, sondern sie haben sich Einfluss gekauft, meistens über Firmenbeteiligungen. Denken wir mal an die Familie Quandt. Aber ich wollte euch nur kurz diese Einmeldung auf den Weg geben. Wir haben leider verloren. Ich lag falsch mit meiner Einschätzung und es sieht alles nach einer zweiten Amtszeit von Frau von der Leyen aus. Jetzt geht hier wieder die Sonne auf. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, wie du das findest, dass Frau von der Leyen jetzt hier doch weitermachen muss. Man hat den Rechtsstaat ad acta geworfen, würde ich sagen. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Justiz, wenn hier so offen korrupte und kriminelle Politiker weiter handeln und tun dürfen. Aber wir haben gesehen bei der Katar-Gate-Affäre, wie wenig Handhabe sie haben gegen korrupte Politiker. Schreib mir einen Kommentar, abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos und damit bis bald.